Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei TomTeTom Games. Ihr seid mit dabei in der 21. Folge meiner Let's Play-Reihe zu Ascendancy. Ja, wir spielen als die Rasse Minions, wobei das überhaupt nichts mit den Minions aus den später bekannt gewordenen Animationsfilmen zu tun hat, sondern wir sind eine außerirdische Rasse, die so aussieht hier. Ich weiß nicht, so ein bisschen Insektoid vielleicht, könnte man meinen, vom Bild her. Ja, und wir versuchen die Galaxie zu beherrschen und haben im Moment ja ein bisschen Beef hier mit den Fruitmarker, mit den, das ist die Rasse, die hier in Orange spielt. Ja, wir sind am Tag 1310 und wie Aaron kürzlich in die Kommentare schrieb, das hatte ich so nicht bedacht, weil ich als Erdling ja so an Erdzeit gewöhnt bin, ist das natürlich unter Umständen trotzdem realistisch. Ich hatte bemängelt, dass das nicht passen würde, so ein Tag. Also ich sag mal, der Fortschritt, den meine Rasse hier gemacht hat, forschungstechnisch und so und eroberungstechnisch und es vom Reisen im Universum, im Weltall, dass das nicht passen würde zu der Anzahl der Tage. Aber er hat halt gesagt, ich müsste mich vielleicht einfach entfernen vom Gedanken des Erdentages. Das ist natürlich absolut richtig. Ja, also vielleicht sind die Tage hier einfach viel, viel, viel länger und dann passt das wieder. Das hatte ich so nicht bedacht. Da sieht man manchmal auch, ne, wie stark geprägt natürlich das Ganze so von dem eigenen Blickwinkel ist. Gut, ja. Wir sind am Forschen dran, am Sein, am Tun. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wo dran. Wir forschen noch 5 Tage hier an der Logic Factory und der Endless Party. Geilomat. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Hier können wir innerhalb von einem Tag das gravimetrische Katapult noch erforschen danach. Das können wir vielleicht dann mal machen. Wobei wahrscheinlich ist es dann gar nicht mehr nur ein Tag, weil wahrscheinlich die Forschungspunkte angerechnet werden würden oder sowas. Gut. Jo, geht's mal weiter, ne? Auf Corncorp gibt es Free Population. Das heißt, hier könnten wir endlich wieder was bauen. Auf Corncorp. Ja, könnten wir natürlich auch mal ein Schiff bauen. Nochmal. Oder wir machen erst nochmal Terraforming. Wie lange dauert 17 Tage? Vielleicht verwandle ich erstmal die anderen Felder noch in bewohnbare Felder. Okay. Da ist ein Habitat fertig geworden. Und es gibt einmal freie Bevölkerung. Das wird hier sicherlich nichts Berühmtes mehr werden. Over Avedui. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was ich machen soll mit dem Planeten. Vielleicht mache ich den doch sehr produktiv. Gut. Schiffe. Da sind welche unterwegs. Hier ist keins mehr drin. In Corncorp sollten wir sicherlich später auch mal wieder eins bauen. Und dann gucken wir mal. So, Albireo. Das ist hier nur zur Abwehr. Da können wir noch 1, 2, 3, 4. Da brauchen wir nochmal ein Habitat. 25 Tage, 32, das passt. Dann haben wir hier eine Mega-Facility auf Amoroso fertig. Das ist auch ein krasser Planet, ey. Das ist jetzt schon, aber der ist ja auf Forschung eigentlich ausgelegt hier, ne? Machen wir nochmal so ein Ding. 8 Tage dauert das nur. Krass. So, da ist eine Mega-Facility auf Tonsberg 2 fertig. Da sind wir ja hier bei meinem Hauptplaneten. Und bauen direkt noch eine Mega-Facility auf das Orgute Spezialfeld. Dann Tonsberg 3. Da müssten wir ehrlich gesagt nochmal ein Habitat bauen. 10 Tage, 7 Tage, ja, naja gut. So, hier ist das Terraforming fertig. Und da würde ich jetzt nochmal eine Mega-Facility bauen.
Und da habe ich noch nicht dieses Hyperplant gebaut, das ja nochmal den Industrieoutput erhöht. Das sollte ich auch noch machen. Und dann können wir nämlich da auch schön Schiffe bauen. So, der ist im Gravitus-System angekommen. Der soll wahrscheinlich doch Richtung Kornkopf fliegen. Gut. Ja, so sieht es aus. Ich bin ein bisschen am Hin und Her überlegen, Advanced Fun Techniques. Gute Research. Bin ich ja gleich mal ganz gespannt. 19 Tage würde das Katapult uns kosten. 50 Tage der Plasmakuppler. Ah, der ist aber sicherlich super. Tja, was machen wir mit dem? Ich glaube, den erforsche ich. 50 Tage ist gut. Ja, ich hatte angefangen, was zu erzählen. Und zwar, ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und vielleicht habt ihr ja Ideen. Könnt ihr mal drunter. Ah, könnt ja mal hier drunter kommentieren, eventuell auch. Was ihr gerne als nächstes vielleicht für ein Spiel gespielt haben wollt. Hier bei mir, wie gesagt, es sollte älter als, sagen wir mal, älter als 25 Jahre sein. Bin ich ja auch. So, schießen die auf mich? Nein, der reist nur hier durch. Okay. Ah, ich muss meinen Planeten aber unbedingt nochmal besser beschützen. Also hier müsste ich jetzt gleich nochmal gucken, dass ich da noch mehr Raketenabwehr oder sowas baue. So, hier auf Amoroso ist ein Habitat fertig geworden. Ah, es ist mein Forschungsplanet hier schlechthin. Und da baue ich jetzt auch direkt mal noch mehr Forschung. Ah, warte, ich wollte gucken, was die Logic Factory macht. So, the Logic Factory is a research complex that specializes in the entertainment and happiness of sentient beings. It provides both research and prosperity. Ah, okay. Ah, das ist aber wahrscheinlich dann immer noch nicht so gut wie ein Research Campus, der ja spezialisiert ist. Das ist dann wieder so ähnlich wie vorher das Engineering, der Engineering Retreat. Okay. 20 Züge ist natürlich eine Menge, also weil der einfach nicht viele Industriepunkte hat, der Planet. Aber egal. So. Hier gehen wir natürlich richtig steil. Da habe ich auch hier oben schon die Hyperpower Plant. Habe ich. Und jetzt könnte ich ein Schiff bauen. Nochmal. Oder ich gehe erst nochmal auf ein bisschen. Nee, die Schiffsbauzeiten, die waren so lang. Also bauen wir doch nochmal hier eine Mega-Facility noch dazu. So, die sind im Nougat-System angekommen. Sehe ich nun nicht da. Und nach Avidui müssen wir weiter. Gut. Oh, da ist also schon mal das erste Schiff wieder unterwegs. Und da ist schon wieder Schluss. Die sind im Kornkorb jetzt angekommen. Ja, Severa ist richtig. Joa. Es dauert, ne? Also diejenigen, die schon länger dabei sind, es wird sich noch was hinziehen, bis die Schiffe jetzt wieder da sind, wo sie hingehören, nämlich hier oben bei Mastikon. Ich hatte da ja jetzt schon eine Schlacht, habe jetzt einen der Planeten auch der Footmarker übernommen, aber eben auch nicht mehr. Das ist ein bisschen enttäuschend insgesamt. Der Planet ist auch irgendwie komisch aufgebaut, oder? Was ist das hier? Ach, das ist Mastikon. Das ist der Planet, der eigentlich denen gehörte. Naja. Bin jetzt auch nicht so überzeugt von der ganzen Geschichte. Warum haben die den ganzen Schrott da drauf? Naja.
Also hier wäre es natürlich super, wenn ich da Schiffe bauen könnte. Also werden wir mal gucken, dass wir ein bisschen Mega-Facilities bauen. Zack, so. Colonizer 2B ist im Silverreihe-System angekommen. Der ist ehrlich gesagt auf der Rückreise von einer Erkundung und muss nach Korncop, um da umgerüstet zu werden. Mit neuen Kolonisierungsmodulen ausgerüstet werden, ehrlich gesagt. Nicht, ja, nicht im eigentlichen Sinne umgerüstet. So, jetzt haben wir einen Research Campus auf Amoroso 4 fertig. Das ist schon mal super. Boah, das sieht so krass aus schon. Ja, da können wir erstmal noch ein, zwei von bauen. Und dann wieder Habitate, ne? Was mache ich jetzt? Research Campus. Da. Zack. So, 8 Tage dauert das noch. Das ist schon mal gut. Und jetzt geht's hier zum nächsten Planeten. Der, wie lange dauert es hier? 7 Tage, dann kriegt er auch noch eine Facility. So, okay, das dauert sogar nur 3 Tage. Jetzt sind wir auf Tonsberg 3. Ah. Man muss dann auch erstmal den Überblick behalten hier. So. Okay, oh. Da auch noch, aber da ist keine freie Bevölkerung. Hier gibt es freie Bevölkerung. Das ist Avidui. Das ist ganz in der Nähe von meinen Freunden, den Frutmarker. Deshalb müssen wir da jetzt Sachen bauen, die uns produktiv machen, um auch Schiffe oder auch Verteidigungsanlagen oder was schneller raushauen zu können. So, jetzt sehen wir schon. Hier sind Schiffe unterwegs. Das ist gut. So, Research Campus auf dem Planeten, da müssten wir mal dringend nochmal Terraforming betreiben. Da können wir nichts machen. Die sind im Korncorp angekommen. Okay. Und dann geht es weiter nach hier. Oder habe ich eben aus Versehen das falsche Schiff hier rüber geschickt? War der Invader 33O nicht schon unterwegs? Oh. Ah, die sind im Avedui angekommen. Dann geht's nach Nugat weiter. Das war falsch, ne? Jetzt fliege ich wieder zurück. Oh, ich bin so doof. Wo war ich denn da? Avedui und ich fliege nach Nugat. Oh. Mann, 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 wie doof kann man sein? Naja. Jetzt habe ich auch vergessen, das Schiff weiterzuschicken. Also, falls die Frage nochmal aufkommt, wie doof man sein kann, ja. Die Antwort ist einfach nur ja. Und zwar war ich hier irgendwo. Nee, da bin ich nicht. Wo bin ich denn? Hier? Nein. War denn das Schiff jetzt? Hat er das doch noch gemacht? Ja, hat er gemacht, okay. So, Tonsberg hat wieder Population übrig. Das ist gut, denn hier könnten wir jetzt das nächste Schiff bauen. Ein Schiff hier, und zwar ein Medium Ship mit ordentlich Energie, dem Starlane Drive. Und natürlich einem Protonenprojektor und Raketen sowie Raketen und einem Invasion Module vielleicht. Nee, ja. Und was brauchen wir noch? Vielleicht Schilde? Jetzt habe ich keinen einmal Schild. Was ich nicht habe, sind Sensoren. Wo sind die Sensoren? Hier. Okay, 20 Tage braucht das nur. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist ja eine neue Version. Das ist der Invader 44. Nicht mehr 33. So, Korncorp hat auch Free Population, das ist gut, aber die machen jetzt erstmal viel Terraforming. Bis da irgendwelche Schiffe ankommen. Amoroso.
doch mal gerade Terraforming. Okay, hier gibt's drei Population Masticon. Ja, das ist ja hier. Da brauchen wir erstmal noch eine Fabrik. Da brauchen wir erstmal, genau, das Hyperpower Plant, das ist gut. So, hier haben wir auch das Terraforming fertig und machen wir direkt wieder. Zack. So, wir haben schon 15 Minuten Spielzeit hinter uns gebracht. Wahrscheinlich habt ihr das auch nur mit Mühe und Not ertragen können, weil es echt nicht so spannend ist. Für mich ist einfach vor allen Dingen total viel zu tun. Merkt ihr ja. Also es gibt einfach jeden Zug mehrere Planeten, auf denen man gucken muss, was man machen kann, wann man wieder was machen kann. Und so gehen hier die Spielzüge nach und nach vorwärts, ohne dass man natürlich auf den ersten Blick so als Zuschauer wahrscheinlich viel davon hat. Also müsst ihr vielleicht einfach ein bisschen vorspulen. Weiß ich nicht. Oder ihr macht euch eben weiter Gedanken darüber, was ich als nächstes spiele hier im Let's Play. Wie gesagt, sollte mindestens 25 Jahre alt sein. Ich habe, wie gesagt, auch schon Ideen. Ich hatte auch schon mal hier und da was angekündigt, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Was ist denn Nougat? Da ist Nougat. Von Nougat muss nach Arvedui. Ja, wieder zurück. Okay. Also es gibt noch verschiedene Fußballsachen. Ich habe ja noch Anstoß 1, 2 Gold und 3 gekauft kürzlich. Das sind noch Dinge, die auf jeden Fall, die ich noch machen wollte. Aber das hat immer auch nur ein Teil. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Fußballmanager spielen. Ich hatte auch schon mal über Master of Orion nachgedacht, allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich ein Let's Play mit 738 Folgen haben will. Weil so viele werden wir wahrscheinlich brauchen für eine vernünftige Partie. Bin ich mir unsicher, ob das so das Richtige ist. So, Silverei. Ah, hier. Also nach Nougat. Ja, und das könnt ihr ja selbst mal bestimmen. Könnt ihr mal was zu schreiben und dann vielleicht bringt ihr mich auf neue Ideen, vielleicht auch mal auf ein Spiel, wo ich mir noch gar keinen Kopf zugemacht habe oder so. Was ich jetzt über Stay Forever, habe ich auch schon öfter erwähnt, den Podcast, ich höre den sehr gerne. Wie auch sehr, 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 sehr viele andere Retro-Gamer. Und dort ist ja gerade im Patreon-Feed oder im Unterstützer-Feed, ist ja nicht unbedingt Patreon, man kann ja auch, gibt noch so eine andere Möglichkeit, die zu unterstützen, gibt es gerade was dazu, wie sie Max spielen. Das ist ja ein Wirtschaftssimulationsspiel, bei dem man ein Computermagazin im Prinzip managt und auch das hatte ich überlegt, ob ich das nicht mal spielen soll. Das habe ich noch nie gespielt. Also auch mal, statt in Erinnerung zu schwelgen, quasi mal was ganz Neues ausprobieren. Was aber auch eben schon alt ist. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. So, wir sind bei Corncorp. Sehr schön. Und dann geht's direkt hier nach Corncorp 2. Mit unserem Colonizer 2B. Und dann in einem Tag können wir das Schiff upgraden. Hier, refitten, wie es so schön heißt. Und da haben wir hier verschiedene Sachen, die wir tun können. Erstmal kriegt er ein paar modernere Sachen hier. Angedenken. Was ist denn jetzt mit dem hier eigentlich? Ist der wirklich nur einmalig? And can be used only once. Nanotwirler. Also super schnell, aber eben. Naja. Zack. Das ist nicht bewaffnet, das Schiff. Was wir jetzt mal machen, ist aber hier einen anderen Antrieb reinzutanken. Dengeln noch. Und zwar auf den steigen wir um. Gut. So. Die 2B bleibt natürlich.
9 Tage, bis er abgegradet ist. Gut. So, hier haben wir auch das Terraforming fertig. Das heißt, hier könnten wir ein Habitat bauen. Veritil. Wo war der? Was ist das für ein Ding? Ich glaube, ich gehe nochmal erst auf so eine hydroponische Farm. Ja, und dann können wir mal gucken. So, hier ist wieder Avidui, ist das Terraforming durch. Und da hauen wir jetzt nochmal eine Mega-Facility raus. 7 Tage, 8 Tage, das passt gut zueinander. Sehr schön. Ja, wir haben 20 Minuten Spielzeit um. Es ist nicht viel passiert, kann man auch sagen. Aber ist nicht schlimm. Es geht voran, langsam, Schritt für Schritt. Und es muss ja auch einen Grund geben für eine 22. Folge hier im Let's Play. Ja. Wenn euch das hier zu langweilig ist, empfehle ich euch einfach andere Folgen auf meinem Kanal. Wenn euch die auch zu langweilig sind, dann shame on you! Nein, also, dann ist halt so. Hier wird halt gespielt, alte Spiele. Und dazu quatsche ich ein bisschen. Wenn ihr euch für sowas hier interessiert, da habe ich, glaube ich, gar nichts anderes im Angebot, aber ganz viele Manager-Spiele, zum Beispiel Rüsselsheim oder Bundesliga-Manager Professional, aktuell die Reihe zum Bundesliga-Manager Hattrick. Der Planer. Meine absolute Lieblingswirtschaftssimulation, ehrlich gesagt, aus den 90er Jahren. Schaut da einfach mal rein. Lasst gerne auch hier konstruktive Kritik da. Abo ist gern gesehen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns spätestens in der 22. Folge zur Let's Play-Reihe von Ascendancy hier wiedersehen. Bis dann, euer Thomas von TomTomGames. Ciao!